Wenn wir im Dorf, in dem nächsten Dorf fahren wir rechts, dort ist dann die Strecke. Also dort kommt die. Ey, als ob du deine Pilze wie so gottlos laufst. Ja, ja, ja. Ja, fahr mal neben mir. Servus Freunde, was geht? Gestern waren wir im Schwarzwald auf der Schwarzwaldhochstraße oder so heißt es, glaube ich. Heute fahren wir hier im Odenwald auf dem Drehwerk, das ist dort hinten hoch. Das ist so mehr oder weniger meine Hausstrecke, also wo ich halt meistens bin. Und da es davon noch kein richtiges Video gibt, also auf meinem YouTube-Channel mache ich jetzt mal eins. Hier die S-Kurve dahin finde ich ehrlich gesagt auch schon immer ziemlich geil. Das ist Bärenfelden, glaube ich, wo wir gerade sind. Also ich hätte auch eigentlich am Ortsschild gucken. Ah, ne, da vorne kommt es erst. Ja, ich glaube Bärenfelden sind wir hier. Dort oben, wo die weiße Karre fährt, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht seht, wegen dem Weitwinkel, ist der Krehberg. Ne, das ist Hetzbach. Ich fahre einfach immer am Neckar entlang, Ziegelhausen, dann hoch. Ja, genau. Hier, das müsste die sein. Samstag, Sonn- und Feiertage gesperrt. Ich glaube, das haben wir heute keinen Feiertag. Heute ist ein Dienstag irgendwann, ich habe Ferien. Ja, heute ist Dienstag, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja, ich hoffe mal, dass heute kein Feiertag ist. Weil sonst kostet es wahrscheinlich gut Geld Strafe. Naja, wir werden sehen. Obwohl nicht, ich habe vorhin schon Schulkinder gesehen. Ist wohl kein Feiertag. Ausgiebig darauf hingewiesen, dass es gesperrt ist für Motorradfahrer. Ja, ist einfach eine unglaublich geile Strecke, kann man nicht sagen. Gespuckt, ja, leck mich am Arsch. Ja, das war ein bisschen Buckelwelle gerade, Alter. Das war richtig unangenehm, da drüber zu fahren. Aber die Hauptstraße kommt ja gleich erst noch, bis der erste Zug war. Ich glaube auch schon pervers geil ist. Aber die Kurve ist, glaube ich, sacksteil gewesen. Nicht ganz so steil. Oh doch, Digga, holy shit. Ja, hier kann man auch schon mal sagen, das ist eine Strecke, die ist, glaube ich, für Sumo-Fahrer ganz geil, weil es ja echt viele enge, kurze Kurven sind. Mit einer Sportler dann immer ein bisschen schwierig, da vom Hanging auf sich andauernd umzusetzen. Weil die halt, wie gesagt, teilweise echt sauer eng sind, die Kurven. Und kurz nebeneinander. Für Supersportler ist der Schwarzer, würde ich sagen, schon besser, da die W500. Na, jetzt müssen wir auf jeden Fall warten, weil mit einem Auto vor uns fahren wir auf keinen Fall. Das versaut ja dann die ganze Straße eigentlich.
ist halt echt pervers geil, wie ihr hier sehen könnt. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Also hier musst du als Supermoto, als Sportlerfahrer schon echt ganz schön arbeiten. Du musst andauernd links, rechts springen mit deinem Arsch. Das ist schon echt arg. Scheiße. Also, war der Kleberg. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke sammeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.